Dr. Brudermüller ist jetzt bei mir von der BASF. Herr Brudermüller, wie gehen Sie denn mit den Folgen der Corona-Krise wirtschaftlich bei der BASF um? Naja, zunächst natürlich hat uns die Corona-Krise auch mitgenommen als BASF. Wir sind ja ein Unternehmen mit einem sehr breiten Portfolio und einer sehr breiten Kundenbasis. Unsere Materialien und Produkte braucht man eigentlich in jeder produzierenden Industrie. Automobilindustrie ist unsere größte Kundenindustrie und die hat uns natürlich auch beim Produktionsstopp ein bisschen nach unten mitgenommen. Was wir jetzt, und der Gradient stimmt, also wir werden jetzt jeden Monat auch wieder ein bisschen besser, aber wir sind auch noch unter dem Vorjahr. Ausblick ist nicht ganz einfach, weil auch unsere Kunden nicht ganz so mutig sind mit dem Ausblick und wir denken, wir brauchen noch eine Weile, bis wir wieder auf dem Vorkrisenniveau sind. Was wir natürlich gemacht haben, ist jetzt die Zeit genutzt. Wir waren mit unserer Unternehmensstrategie auf vielen Hebeln unterwegs, die sich auch als die richtigen für die Corona-Krise herausgestellt haben. Das natürlich Kosten rausnehmen, die Struktur zu vereinfachen, aber auch Empowerment, also in Richtung einer neuen High-Performance-Kultur zu gehen. Und da passt das mobile Arbeiten jetzt natürlich auch dazu. Und wir haben mit 40.000 Menschen im Homeoffice in der Spitze da wirklich auch was Neues erlebt in der BASF und damit sind wir, glaube ich, dann aber wirklich auch gut und wettbewerbsfähig positioniert, wenn dann die Konjunktur wieder anzieht. Lassen Sie uns mal auf Ihre Transformationsanstrengungen bei BASF gucken. Wie zufrieden sind Sie denn mit den Strategien der Bundesregierung bezüglich Industrie- und Innovationsstandort Deutschland? Also zunächst die Transformation in Klimaneutralität ist natürlich eine Herkulesaufgabe. Da geht es auch nicht mehr nur um ein Unternehmen, es geht auch nicht mehr nur um eine Branche, sondern es geht dann wirklich um die Volkswirtschaft insgesamt. Ich glaube, dass die Bundesregierung gut reagiert hat, sehr schnell reagiert hat. Ich kann vor allen Dingen auch keine Regierung um uns herum erkennen, die das wirklich deutlich besser gemacht hat. Da muss man auch mal schnell schießen, wenn man dann nachher in den Rückspiegel guckt, sitzt auch vielleicht nicht jeder Schuss, aber ich glaube, in der Summe haben es gut gemacht. Was mir ein bisschen Sorge macht, ist, dass die einzelnen sozusagen Strategieelemente, die die Bundesregierung diskutiert und auch die auf europäischer Ebene diskutiert werden, dass die nicht richtig zusammengehen. Wir haben auf der einen Seite Klimastrategie, wir haben Industriestrategie, wir haben Wasserstoffstrategie und so weiter. Und was wir brauchen natürlich, ist ein integrierter Blick. Denn alles, was sozusagen die Unternehmen an einer Stelle dann leisten müssen, können sie eben an anderer Stelle nicht ein zweites Mal mehr leisten. Das heißt, wir müssen über Prioritäten reden und wir müssen das vor allen Dingen integrieren. Und das wird alles nur funktionieren, wenn wir eine hohe Wettbewerbsfähigkeit der europäischen und der deutschen Industrie langfristig nach vorne bekommen. Und da müssen wir, glaube ich, nochmal tiefer einsteigen. Wir betrachten alles heute aus einem Koordinatenkreuz der Vergangenheit. Das Koordinatenkreuz verschiebt sich. Und damit brauchen wir auch nochmal einen ganz, ganz neuen Dialog zwischen Politik und Industrie. Ich schlage da so eine Art Klimadeal vor. Die Industrie geht mit Innovationen und mit Technologien voran, sagt dann aber der Politik auch, was sie dafür braucht, sozusagen auf deren Rahmenbedingungen, dass das wirtschaftlich erfolgreich sein kann. Und damit haben beide Seiten müssen dann wirklich auch den Mut zeigen, den entsprechenden Schritt zu gehen. Dass das nicht immer der Fall ist, möchte ich am Beispiel der Energiepolitik zeigen, das, was jetzt gerade über die EEG-Reform sozusagen diskutiert wird, das ist nicht der Schritt, den wir brauchen, wenn man sozusagen in die Elektrifizierung der Industrie geht. Wir werden zum Beispiel, wenn wir das machen, das 3- bis 4-fache an elektrischer Energie in der Zukunft brauchen. Und das kann man natürlich nur machen, wenn man Strom hat aus Erneuerbaren, der wirklich auch billig und konkurrenzfähig ist. Das heißt, wir müssen dann nicht nur von den Unternehmen den Mut einfordern, sondern wir müssen den Mut dann auch auf der politischen Seite einfordern, ganz neue Rahmenbedingungen zu schaffen. Und ich glaube, wenn wir den Dialog hinkriegen, wenn wir auch von der Flughöhe ganz oben runterkommen und dann wirklich mal konkret werden bei einzelnen sozusagen Technologien und bei einzelnen Investitionsentscheidungen, da könnte da ein Schuh draus werden. Und ich bin eigentlich, zumindest mal was die Signale aus Brüssel und Berlin angeht, die Bereitschaft für den Dialog eigentlich ganz aufgeschlossen. Und jetzt gucken wir mal, was dann wirklich draus wird, wenn wir konkret werden. Es wird spannend, wenn wir konkret werden und spannend, wenn man dann in den Rückspiegel schaut. Vielen Dank, Herr Brudermüller. Vielen Dank Ihnen.